So, und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Folge Let's Play Assetto Corsa. Weiterhin hier immer noch dabei, das neue DLC auszutesten. Und zwar haben wir jetzt hier die Corvette C7 Stingray. Und ich habe mich einfach mal dazu entschieden, weil man das ja echt häufig hier im Internet findet, eine andere Farbe zu wählen, weil das Gelb wird ja eigentlich immer genommen. Und ich fand dieses Grau hier eigentlich auch ganz nett. Und wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ja, doch, das wirkt schon eigentlich ganz schick bei dem Fahrzeug. Können ja einmal rumgehen. Ich kann auch mal ein bisschen was vom Klang zeigen. Ja, so hört sich das Fahrzeug an und so sieht das Fahrzeug aus. Wir gehen mal in die Cockpit-Perspektive. Da können wir uns auch noch mal kurz umgucken. Schöne Ledersitze, das ist wirklich alles hier schön gemacht worden. Schöne Texturen. Und ja, wir testen heute die neue Variante der Nordschleife. Und zwar die Endurance Cup-Version. Das heißt, wir fahren hier die Langstreckenversion, die bei den Cup-Fahrzeugen verwendet wird. Ich weiß nicht genau, ob das auch die Version ist, die hier bei den 24 Stunden am Nürburgring verwendet wird. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Wir haben ja auf jeden Fall die überarbeitete Version. Uiuiui. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man sich nicht konzentriert und dann bei so einer Corvette einfach mal ins Gas latscht. Wir haben hier die überarbeitete Version des Nürburgrings und auch die überarbeitete Version der Nordschleife natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dem einen oder anderen hier optisch ein bisschen was anderes auf. Ich muss sagen, das Ganze wirkt irgendwie schon ein bisschen frischer. Ich weiß nicht wieso. Aber gut. Rechts unten haben wir den Tacho mit der Geschwindigkeit in km/h. Denn, wie es euch wahrscheinlich auffällt, schon ist hier der Tacho im Armaturenbrett, natürlich in Meilen. So, wir fahren jetzt hier mal eine Runde, gleich geht's auf die Nordschleife. Wie gesagt, hier jetzt die kleine Kurve. Und wir sind ja auf Straßenreifen unterwegs, das heißt, wir haben hier nicht die besten Traktionsverhältnisse. Denn das Fahrzeug hat ja schon hier ordentlich was auf dem Kasten. Also da könnten uns das ein oder andere Mal die Räder durchdrehen. Ich hoffe, das endet dann am Ende nicht in einem Crash. Klanglich ist das Fahrzeug auch wieder eine Wucht geworden. Hört sich wirklich, wirklich gut an. Wir können vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen in die Wiederholung reinschauen, je nachdem. Frame-Einbrüche. Aber auch wenn man runterschaltet, das hört sich schon wirklich echt geil an. So, und jetzt sind wir hier auf der Nordschleife. Und das Ganze wirkt wirklich ein bisschen anders. Ich weiß noch nicht genau, was anders wirkt, aber es wirkt auf jeden Fall anders. So, und ich konzentriere mich jetzt auch mal ein bisschen. Und sag erstmal nicht ganz so viel und ihr könnt dafür den Sound ein bisschen mehr genießen. Und das Ding marschiert schon wirklich hier gut nach vorne. Auch hier, da setzt der Wagen ein bisschen auf. Aber der kommt hier mit ordentlich Schwung angefahren. Liegt soweit auch trotz dem Straßenreifen eigentlich wirklich gut hier auf dem Asphalt. Fahrzeug hat übrigens handgeschaltete 7 Gänge. Das finde ich sehr interessant. Kann ich natürlich jetzt in dem Fall hier nicht nutzen, aber. Wir werden den 7. Gang auch gar nicht brauchen, weil der ist so lange übersetzt, wir brauchen den 7. Gang hier gar nicht. Ich glaube, der ist nur in echt zum Spritsparen eingebaut und das haben wir hier definitiv nicht vor. So, fahren wir hier mal in die Fuchsröhre.
Und ich bin ganz ehrlich, ich fahre hier gerade ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß noch nicht genau, wie hier die Grenzen des Autos sind. Uiui. Und weiß auch noch nicht genau, inwiefern man denn jetzt hier leicht oder schwierig abfangen kann. Deswegen will ich hier noch keine Drifts wagen. Weil das Ziel sollte es natürlich erstmal sein, hier heile durchzukommen und die Runde hier ohne großartigen Unfall zu absolvieren. Na, da gab es gerade schon wieder einen Frame-Einbruch. Oh, da kommt man ein bisschen hart auf den Curb, aber ging noch gut. Ich finde aber ehrlich gesagt die Gangübersetzung ziemlich merkwürdig. Also wenn man hier teilweise vom dritten in den vierten schaltet, da hat man das Gefühl, da irgendwie... Da wurde es ein bisschen lang übersetzt. Wenn ich jetzt hochschalte... Also die Drehzahl geht da wirklich ein ordentliches Stück runter. So, mit der Kraft kämpfen wir uns jetzt hier den Hügel hinauf. Aber das Fahrzeug beschleunigt wirklich gut raus und lässt sich auch soweit wirklich gut beherrschen. Also ich hätte wirklich gedacht, dass er gerade mit den Straßenreifen hier deutlich mehr Probleme macht auf der Strecke. Boah, kaum sage ich es, schmieren wir auch schon ab. Puh, das ging aber gerade mal halbwegs gut. Jetzt kommt das schnellere Stück hier, das sich auch so leicht immer weiter bergauf zieht. Auch hier wieder der fünfte Gang scheint extrem lang übersetzt zu sein. Also ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Ich weiß nicht, das nimmt irgendwie so ein bisschen diesen Rausch, dieses schnelle Fahren irgendwie weg. Man hat das Gefühl, man beschleunigt langsamer. Auch wenn es gar nicht so ist, aber es kommt einem wirklich rüber, weil es sich halt wirklich so anhört. Wenn man hingegen jetzt hier vom zweiten in den dritten schaltet, dann hat man das nicht. So, und dann fahren wir mal durchs Karussell. Auch da schlägt der Wagen sich wirklich gut. Also auch wenn er hier ab und zu mal ein bisschen aufsetzt, das hört man ja so ein bisschen, liegt er wirklich sehr, sehr gut auf der Straße. Gerade wieder ein bisschen mit dem Heck. Ging diesmal noch gut. Ja, und in der Kurve hier passieren ja zum Beispiel in der Realität oftmals ein paar Unfälle, beziehungsweise die Kurve, die gleich noch folgt, die ist eigentlich schon fast bekannt dafür. Da ist auch immer ein riesiger Zuschaueransturm hier, weil man hier natürlich auch einen super Einblick hat. Und viele kommen dann entweder hier schon zu weit raus oder nehmen dann hier zu viel Schwung mit und kommen dann hier zu weit raus und landen im Kiesbett oder drehen sich und schlagen in die Mauer ein. Je nachdem. Kann man immer schön auf YouTube beobachten in diesen Videos. So, hier geht es auch wirklich zügig runter mit dem leichten Sprung. Also mal ein ordentlicher Schlag hier fürs ganze Fahrzeug. In echt wäre das, glaube ich, überhaupt gar nicht gesund. Und auch hier geht es nochmal ordentlich nach unten. Und dann kommt nochmal ein Stück Beschleunigen mit ein paar leichten Kurven. Und dann haben wir die Runde auch schon fast hinter uns. Fahren wir gleich nochmal ins zweite Karussell rein. Nach dieser Kurve hier folgt. Ja,
da war schon wieder ein leichter Frame-Einbruch. Ich frage mich, was da manchmal los ist. Haben wir hier das zweite Karussell, das kann ein bisschen schneller genommen werden. Dann kommt jetzt hier die langgezogene Rechtskurve, die uns dann auf die Döttinger Höhe führt. Und hier kann die Stingray mal richtig rausbeschleunigen und zeigen, was sie wirklich für eine Kraft hat. Geht hier gleich natürlich auch noch bergauf. Und ganz ehrlich, also da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. 2,50, 2,55, 2,60. Ich meine, gut, jetzt geht es hier bergauf, aber trotzdem. Da kann schon ein bisschen mehr kommen. Jetzt fahren wir hier gleich unter der Brücke durch. Dann geht es nochmal bergab, dann kann das Fahrzeug nochmal ein bisschen mehr beschleunigen. Aber auch hier 276, das ist jetzt kein super Wert, um das mal so zu sagen. Also für so einen Supersportwagen hätte ich da jetzt mehr erwartet, gerade auch weil die Corvette ja eigentlich wirklich einiges an Kraft hat. So, dann fahren wir hier über die Gerade. Übers Ziel. Und das war's dann soweit auch schon. Gut 12 Minuten hat das Ganze hier gedauert, naja, ein bisschen weniger, eher 11 Minuten. Haben wir am Anfang hier noch gequatscht. Wir können uns das Fahrzeug ja nochmal ein bisschen von außen anhören. Oh, das hört sich wirklich wunderbar an. Also gerade hier, was sie am Außenklang gemacht haben, das ist wirklich erste Sahne. Bekomme ich hier wirklich einige Frame-Einbrüche. Ich frage mich wirklich, was da gerade los ist. Das liegt, glaube ich, überwiegend hier an der Festplatte. Dann können wir nochmal einen ordentlichen Start hinlegen. Kickdown hier mit durchdrehenden Rädern. Der wird uns jetzt gleich bestimmt um die Ohren fliegen. Ja, wenigstens haben sie das Getriebe so übersetzt, dass der zweite Gang ein leichtes Stück über 100 km/h reicht, sodass man hier einen ordentlichen 0 auf 100 Sprint hinlegen kann. So, ich würde sagen, wir gehen mal wieder ins Cockpit hier im Leerlauf. Schön ruhig, gleiten wir über die Straßen. Und ich verabschiede mich von dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei. Und ich hoffe, euch hat das Ganze hier Spaß gemacht. Wie gesagt, probiert selber aus, ein kostenloses DLC. Und ja, warum sollte man es nicht ausnutzen, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.